Hallihallo, willkommen zurück zu Let's Play Elektra Kingdom. Ich habe keine Ahnung, ob das Video wirklich durchkommt, weil ich, soll ich es so sagen, etwas angehältert bin. Also, auf in den Kampf gegen die Söldner. Sorry. Ich bin nicht kümmerlich. Sorry, wenn die Stimmen falsch klingen. Richtig ab. Und wenn ich keinen Zeichensatz installiert habe, weil das ist mein Craptop. Ist es Mikron? Ist es Mikron? Yep. Ich bin die Quelle aller Professionalität. Infasolder. Also, was ist nun? Werdet ihr uns fröhlich eure Habe überlassen oder müssen wir böse werden? Grapsch, grapsch, grapsch. Ich hab's gern ein bisschen böse, Jungs. Ja. Nice. Begin. Epic Fight of Doom. Krotos, der Schleim. Ich bin kein Schleim. Und wir sind fast tot und... Ja, bitte, bitte, lass mich ein Heilmittel dabei haben. Ein Heilmittel! Oh, fuck, I'm dead. Eine vernichtende Niederlage. Ich bin tot! Ja, Mann. Okay, Crap. Laden. Ja, okay. Item. Erzblume. Erfrischte 100 HP. Okay, her damit. Helmet, ja. Und ich habe leider keine MP-Heilung dabei. Nur eine Karte der nicht mehr in der nächsten Demo nicht mehr existierenden Stadt Karbin al-Hola. Ach, lasst mich vorbei. Ja, wir sind selten, wir sind nur in einem der kümmerlichen Stein. Ich bin nicht kümmerlich! Wieso hat er nicht gesagt, ich bin kein Schleim? Weil er hat damit gesagt, er ist ein Schleim, er ist nur nicht kümmerlich. Reg dich ab. Bist du nicht böse? Ich hab's gerne ein bisschen böse. Ich kann nicht aufhören, diesen Satz zu sagen. Ich mag ihn. Kämpfe um dein Leben. Ja, und warte. Gott sei Dank hat Davis angekündigt. Zauber. Gott sei Dank hat Davis angekündigt, die Kämpfe in der nächsten Demo anders zu machen, schneller zu machen, dynamischer zu machen und das Grinden wechseln, das mit respawnenden Monstern wirklich nur storygebundene Kämpfe einzubauen. Außerdem wird diese gesamte Map der Palmenhain in der nächsten Demo nicht mehr in dieser Form vorhanden sein, weil im Endeffekt Palmenhain und Karbin al-Hola aka Aloha City werden nicht mehr so vorhanden sein, weil Davis selbst das Mapping nicht gefällt. Und Heilung an Krotos. Bitte, bitte, ich will nur ein MP-Mittel. Ich will ein MP-Mittel, weil ich mache so keinen Schaden. Das ist sicher keine Absicht von Davis. Ich unterstelle es ihm jetzt einfach mal auf jeden Fall. Okay, Krotos ist ein Zauberschleim. Der kann keinen Schaden machen. Aber der Mittel. Lichtstaub. Ja, Lichtstaub. Ich würde sie einstauben. Okay, null. Sie sind Paladine. Sie haben das Licht auf ihrer Seite. Ja. Augapfel blendet den Gegner. Aggressokado. Ja. Ganz toll. Feuerpollen. Wow. Piu. 61. Besser. Viel besser. Ja, und haut mich ruhig, Item, weil ich habe Götterschleim und Feuerpollen. Also ich werde euch jetzt alle vernichten. Ui, und fuck, nicht heilen. Mundraub verfehlt. Item, und diese Zelda-Effekte. Ups, ganz vergessen. Bing! Zelda. Aber das ist etwas leise, glaube ich. Andererseits ist es 9 Uhr nachts. Und ja, es ist 9 Uhr nachts und so weiter und so fort. Und ich bin gerade heimgekommen von einem Essen mit der Familie. Und ich habe ja 2 Spritz-Aperol in Zahl 2 getrunken. Und jetzt bin ich dementsprechend gut drauf.
Ja, ja, sagt einfach, wie dieses LP geworden ist, wenn ich es denn hochstellen sollte. Und ja, ich werde dann... Nein, ich werde nicht extra trinken, um LPs zu machen. Aber ich werde dann halt wissen, sollte ich im betrunkenen Zustand überhaupt noch daran denken, ein LP zu machen? Oder sollte ich es einfach lassen? Wie jeder vernünftige Mensch. Und MG. Obwohl, MG hat ja... Dings. Astari hat die im Schnee zum Teil betrunken gemacht. Und das hat ihn sehr, sehr, sehr genervt. Er hat nicht mehr sprechen können. Bla. Und das war, ja, ich sollte das nicht erwähnen, weil, ja, ich sollte es nicht erwähnen. Ich sollte es einfach lieber diese Typen bekämpfen mit den Feuerpollen, die ich nicht mehr habe. Und hoffen, dass sie sterben, bevor ich sterbe. Weil sonst... Ach, verdammt. Stirb doch einfach. Ich brauche MP. I'm dead. I'm so dead. Oh, screw it. Ja, Lichtstoppmittelchen. Augapfel. Carp. Ja, Augapfel. Just try it. Okay, er ist geblendet. Ich treffe ihn, aber ich mache immer noch keinen Schaden und er trifft sich selbst immer mit der Heilung. Und ich bin so gut wie tot und deshalb...